Hallo und willkommen bei Kusho Gaming. Heute spielen wir wieder eine kleine Runde Brawl Stars. Und was gibt es hier für Modus? Ja, komm, wir machen Solo Quest. Weil in den Runden die Sounds wieder so laut sind, muss ich die jetzt hier im Nachhinein wieder mal einsprechen. Also, ich gebe halt Kommentare zu dem Gameplay hier. So, starten wir hier die Runde rein. So, erstmal haben wir uns da die Box und da ist der Mortis. Komm, den klatschen wir. Ja, super. Er ist gegen die Wand, warum auch immer. Ich glaube, ich mache hier mal die Hintergrund-Sounds aus, weil sonst hört man mich vielleicht manchmal doppelt. Ich füge dann einfach mal, keine Ahnung, anderes ein, weil ich muss dann den Hintergrund-Sound leise machen. Dann hört ihr es auch nicht, wenn ich schieße, aber na gut, ist halt so. So, Showdown. Da, die Jackie, die holen wir uns. So. Oh, wir haben Schaden, aber wir haben sie eingefangen. Und hitten. Okay, gewonnen. Nice. So, mythisch. Münzen, schade. Episch. Ah, Powerpunkte. Egal, kann man beides gut brauchen, aber trotzdem werden so Pins, obwohl Pins braucht man das jetzt nicht so nützlich, aber trotzdem wären die eigentlich ganz cool gewesen. So, und ich hatte vorhin, das wisst ihr jetzt nicht, in der Originalaufnahme darüber gesprochen, dass ich im letzten Part aus dem Stardrop das Pearl Spray gezogen habe. Und es gibt ja da diesen Tresor in diesem Katalog. Und da gibt es jetzt halt, dachte ich, kann man da halt irgendwie die Brawler auswählen oder so. Ich wollte den zeigen, aber ich war zu dumm dafür. Und wo wir schon mal da waren, habe ich gesehen, okay, wir haben viel Bling. Und da haben wir jetzt bei Charlie oben halt die Sachen gekauft, dass wir oben 14 von 14 stehen haben. Jetzt haben wir Charlie und Pearl beide vollständig. Ja, deswegen haben wir das jetzt hier halt nochmal gekauft. Ich bin trotzdem noch zu dumm für den Tresor. Weil das sind ja, kannst du ja jetzt Skins und Pins und Sprays für Brawler ziehen, ohne die Brawler zu haben. Und da habe ich irgendwie gehört, kannst du dadurch dann auswählen, welchen Brawler du haben willst. Aber irgendwie bin ich zu dumm dafür. Naja, hier Pearl haben wir auch bei 23 von 23. So, bei Edgar, was haben wir da alles? 3 von 24 und da kosten auch manche nur Gems. Also lassen wir das mal lieber. Ja, okay. Aber wir haben Pearl vollständig, wir haben Charlie vollständig. Das sind übrigens die beiden, die ich im Brawl Pass, wo ich mir den Brawl Pass gekauft hatte, von meinen Gems. Und deswegen habe ich da auch diese ganzen Pins und so für gehabt, für Charlie und für Pearl. So, und das habe ich halt für die anderen Brawler nicht. Ich finde den Daumen hoch und den Klatschpin immer ganz cool und deswegen haben wir jetzt hier das bei Edgar gekauft. So, es war ein Cut. Also erstens, weil wir so geswitcht haben und zweitens ist das hier noch von einem anderen Tag. Und zwar, habe ich so privat auch noch ein bisschen gespielt und da habe ich dann halt noch Pearl ausgewählt gehabt und deswegen habe ich den jetzt hier auch noch und da spielen wir jetzt eine kleine Runde. So, wir sind im Fight zwischen El Primo und Colette. Aber jetzt konnten wir uns noch retten, weil wir waren in der Mitte, das ist immer kacke. So, wir mischen uns da mal ein. So, super, Jackie geklatscht. Die Colette, da ist sie. Weggeultet. Wir haben uns Hypercharge. Showdown, okay. Hä? Der hat sich jetzt selbst umgebracht. Egal, gewonnen. So, dann wählen wir hier erstmal Larry und Lori aus. So, nächste Runde. Geht gleich los. So. Da die Box holen wir uns. Jetzt ist da der Barley, aber der hat gegen mich keine Chance. Weil Larry Lowry ist ein viel zu krasser Werfer. Ich meine, es ist Werfer gegen Werfer. Es ist schon ein bisschen mehr gebalanced als Werfer gegen Nahkämpfer auf Nah. Aber trotzdem ist Larry und Lowry einfach, sind die einfach viel stärker als so ein Barley. Und als so ein Dynamike. Ist noch Nita.
So. Und Sam, den holen wir uns noch. Schnell mit dem Gadget mal wechseln. So, schau dann. Wo sind denn jetzt die Gegner? Wo ist der? Der letzte fehlt noch. Wo ist der? Da. Eine Bonnie. Da gehen wir jetzt mal hin. So. Das rennt halt weg. Unser Bot hat sie gut gedamaged, weil unsere Ult hat sich aufgeladen. So. Einfach mal kurz den Bot nach da vorne holen. Schnell mal wieder zurückwechseln und dann als Werfer können wir sie über die Wand hitten. Weil der Bot wartet immer, bis er nah genug an ihr ran ist. So. Hinten im Busch. Ja, da in der Ecke. Doof, ne? So. Nächste Runde. Erstmal die Boxen holen und da den Griff, den. Der sollte eigentlich auch kein Problem sein. Oh, doch, wir sind ganz gut gedamaged. So. Ach, egal, die Box. So. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Ach man, doch nicht. Obwohl, er greift uns auch als an. Er will, glaube ich, einen Fight. Ja, ich stand jetzt an der Mauer. Ich meine, trotzdem haben mich deine Karten erwischt, aber nur sehr schlecht. Da haben wir ihn auch gekillt. So. Dann geht's weiter. Wir sind noch 7 Spieler. Da den Otis, den holen wir. Hinter einer Wand verstecken ist bei einem Werfer extremst dumm. Ja, hat er jetzt, glaube ich, auch gemerkt, nachdem ich ihn gekillt habe. Und da ist irgendwo ein Chuck. Ah ja, da ist er ja schon, da fährt er lang. Oh nee, 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 jetzt zwischen Lou und Chuck ist nicht so toll. Und auf den Lou. Ja, der kämpft schon mit dem Chuck. Och nee, nein, jetzt nicht seine Ult. Nein! Okay, bin gestunt. Ja, scheiße, verloren. So, nächste Runde. Vielleicht gewinnen wir diesmal. Erstmal die Boxen holen. So. Da, Maisie und Ash. Okay, vielleicht, wenn die gedamaged sind, gehen wir vielleicht drauf. Nee, doch nicht. Zu den Boxen. Das ist eine Mandy. Ach, und eine Colette. Ach nee, nicht. Ach, mit der ist immer kacke. Wir müssen ausweichen. Ha, wir sind der Manny ausgewichen. So, noch gesaved. Ah, Notis. Wo kommt der jetzt her? Okay, den haben wir geklatscht. Und das ist die Maisie. So, komm. Hitten. Komm, killen. Och nee, das ist die Colette wieder. Nein, weg. Ah, die hat da was platziert. So eine Mine wie bei Sam. Wenn ich da reinkriege, kriege ich dann Schaden oder was passiert dann? Also höchstwahrscheinlich kriege ich Schaden. Wo ist es? Ah, da. Ah, nee, ich werde geslowt. Och, wie nervig. So, wo seid ihr jetzt? Ach, da. So. Och, die hat überlebt. Okay, jetzt nicht mehr. Und mein Bot ist sogar auch gekillt. Nächster Win. So. Hier ist noch ein Star-Drop. Super selten, schade. Und auch selten. So, und dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle den Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.